Na endlich, Alter, du bist jetzt 1000 Tode gestorben. Was ist es? Das ist deine Bewegung, Daisy? Es muss sein. Wisst ihr, die Gründer sind wie Unkraut. Schneidet man es ab, wächst es einfach wieder nach. Wenn man Unkraut loswerden will, muss man es mit der Wurzel ausreißen. Nur so ist man... Wollte ich das? Nö, aber naja. It's fine. Wenn du diesen idiotischen Krieg gewinnst, schick das nach New York. Die kriegen die Kleine nicht. Egal wer sie sind. Vielleicht habe ich richtig gehandelt, was dich und die Vox betrifft, aber letztendlich... Elizabeth! ...macht das nichts besser. Anna. Anna. Es tut mir leid. Das. Hör zu. Wie machst du das? Wie mache ich was? Vergessen. Wie wirst du all das wieder los, was du getan hast? Gar nicht. Man lernt eben, damit zu leben. Also, der Moment der Wahrheit. New York oder Paris? Scheiße. Los, wir müssen zusehen, dass das Ding irgendwie schneller wird. Irgendeine Art Gashebel oder Beschleuniger geben. Weißt du, wie das Ding aussieht? Keine Ahnung. Hilf mir suchen! Ah!
Das ist es nicht. Doch, bestimmt. Nein. Doch. Nein. Doch. Versuch's noch. Okay, warte. Bitte sehr. Booker, wir müssen sie stoppen. Nein, das ist das eh. Booker, das schnell. Ist es bestimmt. Jo, willkommen zu einer weiteren Folge. Das Schlachtfeld war schon so hier. Es ist aber auch ganz gut, dass ihr das gar nicht mitbekommen habt, weil ich war ziemlich miserabel. So, also, öffne. Elizabeth? Mal schauen. Was ist das mit diesem Song, der den Vogel ruft? Das war immer so. Als kleines Mädchen habe ich... Ja, Leute, I'm sorry. Also das mit dem Klavier, das habe ich euch jetzt vorenthalten, weil ich habe jetzt vergessen, wirklich auf die Aufnahme zu drücken. Es tut mir jetzt wirklich leid. Also das Klavier kann ich euch zeigen. Wir haben da was gekriegt für den Song. Diese zwei seltsamen Gestalten waren wieder da. Das Luftschiff ist gerade wegge... Aber den Kampf wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich habe jetzt schon mal geübt sozusagen. Ist nicht mehr blind, weil... Ich habe eben total versagt und hoffe, dass ich jetzt ein wenig besser bin. Ich muss mehr die Salze auf jeden Fall einsetzen. Das habe ich vorhin nicht gemacht. Soweit war es schon mal gut. Behaupte ich einfach mal. Munition, alle! Vorhin bin ich dreimal gestorben, jetzt bin ich einmal. Also mehr als einmal will ich jetzt aber nicht. Zweimal gestorben, weil der Typ... Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut, Leute. Das ist so miserabel. Ich weiß aber auch ehrlich nicht mehr, wie ich da was jetzt gegen tun soll. Scheiß Maschinengewehr will ich nicht. Dieser scheiß Raketenwerfer, das ist der erste, den ich ausschalten muss. Dieser blöde Raketenwerfer. Los! Mach! Aber klar! Oh, 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 oh. Ist gesehen? Das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Das kostet Geld und macht keinen Spaß. Das macht einfach keinen Spaß, Leute. Wisst ihr das? Es macht so keinen Spaß. Weder Sinn noch Spaß. So. Jetzt will ich erstmal den Moskito. In Ordnung. Ah!
Schön! Hey, hey, hey. Nicht hey. Sterben! Nee, das ist ja jetzt noch schlechter als schlecht. Das geht ja gar nicht mehr, ey. Ey! Das geht gar nicht mehr, Jungs. Schön, dass wir das dann jetzt auch mal haben, endlich. Viermal gestorben. Ja, das geht gar nicht mehr. Ich meine, ich spiele auf hart. Aber trotzdem, ey. Das war jetzt fast schon zu viel. Des Guten. Blöde Gewehr nehmen, glaube ich. Sieh mal. Meinst du, der wollte das alles? Und du? So. Was ist das mit diesem Song, der den Vogel ruft? Das war immer so. Als kleines Mädchen habe ich ihn immer gern gehört. Gern gehört? Ich hatte ja nur ihn. Er fütterte mich, brachte mir Bücher. Er war mein Freund. Freund? Bis ich größer wurde. Dann hasste ich ihn. Ja, ey Mädel, kriegst du es auch? Aber er ist nur Comstocks Geschöpf. Genau wie ich. Bitteschön. Sieh dir das an. Fitzroy ist auch nicht besser als Comstock. Oder? Wenn Volkes Blut erstmal in Wallung kommt, beruhigt es sich nicht so schnell. Das hier klebt an unseren Händen. An deinem, nicht an meinem. Ich habe schon genug Blutkleben in diesem Spiel. Mädel, du kannst auch mal was übernehmen. Das nennt sich Gleichberechtigung, gell? Ich habe dir immerhin die Käfigkette ausgewählt, nicht die Flügelkette. Ob das jetzt was anderes bewirkt, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Da bräuchte ich erstmal einen Vergleich. Vorsicht, nicht auf mich zielen. Bitte? Ja, meine Freunde. Hat das weh getan? Ich will aber noch woanders hin. Hallo, wir laufen noch nicht weiter. Ja, ja, auf einmal da hin müssen. Ich bin noch lange nicht fertig hier. Geld haben wir eh keins. Geld haben wir eh keins, habe ich gerade gesagt, die Pader. Alter Seen! Hallo? Lass die Kraft namens Sog den verhassten Albatros vernichten! Versperrt. Kein Problem.
Fertig. So, da sind wir hergekommen. Ganze Prophetie. Du glaubst nicht, dass man in die Zukunft sehen kann, oder? Ich hab mal was gesehen, als ich hier ankam. Es war ein Traum. Es war New York, nur noch viel größer. Und es stand in Flammen. Hoffentlich färbt die Magie des Propheten nicht auf dich ab. Ja, das war ja diesmal aber gar nicht, oder? Mal ganz ehrlich. Das war ja nichts. Ich bräuchte hier Hilfe. Mal sehen. Bitte sehr. Da sind die Typen wieder. Na dann. Schauen wir uns die beiden an. Ich weiß jetzt, wer die beiden sind. Die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Riesenballons. Quantenpartikel, die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also nicht Riesenballons? Aber in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut, ich wollte sagen, dass sie kommen. Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt mir, die sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Ich wollte gesagt haben, dass sie kommen? Nein. Der Subjunktiv? Das ist kein Subjunktiv. Ich glaube, die Syntax ist noch nicht erfunden. Zu haben gehabt haben sein. Zu haben gehabt haben sein? Das stimmt doch nie. Die scheinen helfen zu wollen. Die scheinen sie nicht alle zu haben. Seltsam. Was denn? Der Fakt, dass wir oft... den Satz des anderen beenden? Ganz genau. Umgekehrt wär's seltsamer. Was denkst du, wie die das machen? Dazu komme ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert habe.